So, die erste Hürde habe ich schon mal genommen. Ich bin die Treppe hochgekommen. Beim Kreisparteitag bin ich die noch hochgefallen. Das war nicht so schön. Liebe Genossinnen und Genossen, ich hätte jetzt das so machen können wie Marco Büchel und sagen, werte Kameradinnen und Kameraden, damit dann jeder weiß, wo ich herkomme oder ursprünglich herkomme. Ich war 35 Jahre Berufssoldat bis 31.12. letzten Jahres und bin jetzt pensioniert. Ich wollte aber auch nicht Pensionär drauf schreiben und habe es dann vorgezogen, lieber Berufssoldat AD zu schreiben, damit man mich auch besser einordnen kann. Ich weiß, dass das nicht so ein ganz einfaches Thema in dieser Partei ist, aber ich war als aktiver Berufssoldat schon 2005 bis 2008 Mitglied dieses Landesvorstandes und ich denke, ich habe bewiesen, wo ich mich politisch verorte und wo ich auch hingehöre. Das mache ich darüber hinaus auch kommunalpolitisch in Kreistag und als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, der Fraktion der Stadtverordnetenversammlung in Forst. Und ich glaube, wir brauchen einen Landesvorstand, der in den Zeiten einer Koalition, an der wir uns seit 2009 beteiligen und die ich damals auch als Mitglied des Landesausschusses unterstützt habe, einen Landesvorstand, der eben vor allem explizit linke Politik auch betont. Weil wir dürfen nicht vergessen, eine Koalition ist ein Kompromiss und wir sind der kleinere Koalitionspartner und umso deutlicher trifft der Kompromiss manchmal zugunsten der SPD auf. Aber es ist auch wichtig, klare linke Positionen in diesem Land unter diesen Bedingungen deutlich zu machen. Dafür möchte ich gern streiten. Und wir sind eine soziale Partei und dies ist unser Markenkern und dies ist unser Schwerpunkt. Und dies gilt für alle Gruppierungen in diesem Land, für alle Menschen, die hier sind, egal ob sie hier geboren sind, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder ob sie als Flüchtlinge in dieses Land gekommen sind. Und unsere Auseinandersetzung darüber, wie soziale Politik in diesem Land aussehen muss, die führen wir mit der politischen Konkurrenz, die führen wir auch mit dem Regierungspartner. Und wir sollten dabei nicht vergessen, es gibt jetzt so viele Leute auch in unseren eigenen Reihen, die loben die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Ich bin da mal sehr vorsichtig. Das ist auf der einen Seite sicherlich an manchen Stellen richtig. Auf der anderen Seite erinnere ich immer gern daran, aus meinem Background als ehemaliger Soldat, dass es Frau Merkel war, die 2003 uns gerne in den Krieg in den Irak geschickt hätte. Und das sollten wir bei dieser Art und Weise des Umgangs mit Politik einfach nicht vergessen. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es darum geht, wichtige soziale Schwerpunkte in den nächsten Jahren zu setzen, die nicht unbedingt im Koalitionsvertrag stehen. Wenn man in Berlin eine Regierung aus CDU und SPD gerade verkündet, dass sie in den nächsten Jahren die Kita-Plätze beitragsfrei gestalten will, dann ist es Aufgabe, und das bei 60 Milliarden Haushaltsschulden, dann ist es Aufgabe, in einem Land wie Brandenburg meiner Meinung nach das auch umzusetzen. Und unsere Haushaltsschulden sind kleiner und wir haben ja in letzter Zeit ganz gut gespart, wie der Finanzminister weiß. Ne, aber es reicht ja nie, das wissen wir auch. Aber die Schwerpunkte sollten wir setzen und sie sollten wir auch setzen, wenn der Koalitionspartner die heute nicht mitträgt oder eben nur begrenzt mitträgt. Irgendwann kommt er dann selber mit der Idee und dann wird es eine sozialdemokratische und wir sollten daran denken, dass unsere Ideen auch unsere Ideen bleiben und auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden. Und wir haben natürlich im Moment die Auseinandersetzung mit der AfD, mit Pegida, zu den ganzen Problemen, die in diesem Lande, also damit insgesamt in ganz Deutschland im Moment existieren. Aber wir sollten auch wissen, es geht nicht nur um Köpfe und Personen, es geht auch um die Inhalte und die müssen wir vertreten. Und die müssen eine klare Linie haben, aber wir müssen uns auch vor Ort persönlich damit auseinandersetzen und nicht, wir brauchen, glaube ich, keine Parteidokumente aus dem Bundesvorstand, wo drin steht, wie wir uns verhalten sollen, sondern wir sind alle inhaltlich gestählt genug, um zu wissen, wo wir politisch stehen und wo wir hinwollen. Das ist mir wichtig. Ich habe vorhin gehört, dass Roland Germann gesagt hat, er beschäftigt sich gerne intensiv mit Braunkohle, hat sich beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass er damit meint, den Ausstieg aus der Braunkohle. Ich finde das ganz gut. Das wäre dann im Landesvorstand auch eine interessante Konstellation, weil ich als Vertreter aus der Lausitz natürlich auch sagen werde, was das sozial bedeutet und was das vor Ort kostet. Dankeschön.